Hallo zusammen, neue Serie von mir, heute der Ideafly, Grasshopper, Quadrocopter, Race Drone, wie auch immer. Das Ganze mal wieder von Gearbest mir zugeschickt zum Testen. Für alle, die Gearbest nicht kennen, unten links verknüpft, die kommen aus China, haben aber auch ein EU-Warehouse und dort gibt es immer wieder spannende Dinge. Unter anderem gerade in der Aktion, zum Beispiel diese kleine FPV-Uhr, die gibt es im EU-Warehouse zu kaufen. Und ansonsten gibt es natürlich alles mit relativ schnellem Versand aus China. So, heute der IDFly Grasshopper 210. Das wird der Teil 1 sein von meiner kleinen Serie. Heute werden wir den Copter einmal anschauen, auspacken, anfassen. Es wird einen zweiten Teil geben, wo ich den ganzen Copter dann ein bisschen tune, ein bisschen anpasse, ein paar Tipps und Tricks gebe und natürlich dann im dritten Teil das ganze Teil geflogen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich finde den Copter ganz spannend. Ihr werdet gleich sehen, warum. Auf jeden Fall, wenn man hier diese Tasche auspackt, ich habe das schon mal vorbereitet, kriegt man alles hier in so einem wunderschönen Koffer mitgeliefert. Das ist der Copter, Ladekabel, einen Akku und hier haben wir schon die erste Besonderheit. Das ist ein 1300 mAh Akku. 4S, ne, hat richtig Power und 45C. Ihr könnt natürlich dann auch weitere Akkus dazu kaufen. Im besten Fall, wenn ihr richtig Gas geben wollt, einen 75C. Die Größe ist aber ideal, auch vom Gewicht. So, mit dabei dann 50-45er Bullnose-Props und das sind die sogenannten Unzerstörbaren. Das heißt, ihr habt da relativ lange was davon, ist aber natürlich auch etwas, was man sich dann auf die Seite nochmal nachbestellt, dass man ein paar Ersatzpropeller hat. Und alternativ hier auch nochmal zwei Plattprops, das waren die drei Plattprops. Auch 5x4,5, also mehr Geschwindigkeit, mehr Kraft, kann man dann einfach mal ausprobieren, was einem besser gefällt vom Fliegen her. So, dann mit dabei ist auch ein anständiges Netzteil, damit man diesen 4S-Akku auch ordentlich laden kann. Das ist ein Teil mit Balancer-Anschluss für 2 Zellen, 3 Zellen, 4 Zellen und per Schalter umschaltbar auf 1 Ampere, 2 Ampere und 3 Ampere Ladestrom. Kann Lipo und Li-Fe-Akkus laden und hat hier oben die Anschlüsse für das Ladekabel. Ladekabel wird hier auch nochmal mitgeschickt mit den, na, da sieht man es, Bananensteckern. So, also mal ein anständiges Ladegerät mit dabei. Absolut tauglich. 100 bis 240 Volt, also in den USA und Europa nutzbar. Und wo wir gerade dabei sind, leider ist als Stecker nur ein US-Stecker dabei. Aber diesen Anschluss kennt ihr, ist bei jedem Radiowecker mit dabei oder einer Stereoanlage. Könnt ihr einfach austauschen, wenn ihr so einen habt. Ansonsten einfach so ein Reiseadapter von US auf EU kostet 1,50 Euro. Einfach mitbestellen. Ich habe aber auch schon Feedback gegeben, vielleicht wird er dann in den zukünftigen Versionen gleich mit dabei sein. So, also anständiges Ladegerät, entsprechend schnell laden kann man den Akku. Also wenn man ihn lädt, am besten auf 2 Ampere stellen, gegebenenfalls 3 Ampere. Ich muss das mal ausprobieren. Eigentlich sollte er die doppelte Kapazität aushalten beim Laden. So, und dann mit dabei natürlich eine Funke. Und das ist hier bei diesem Ready-to-Fly-Copter. Die IDF I10 ist sicherlich vielen von euch bekannt, auch als FSI 6. Ah, oder wie auch immer, ganz häufig bei diesen Fertigcoptern im Lieferumfang. Soweit ich weiß, ist soweit alles eingestellt. Ihr habt hier die Channel, die ihr belegen könnt. Also je nachdem, was ihr haben möchtet, könnt ihr die Kanäle, die AUX-Kanäle hier belegen. Und ansonsten, Reichweite ist hier sehr gut, also durchaus 2 Kilometer drin mit dieser Fernbedienung. So, Failsafe ist auch mit drin. Passt also. So, kommen wir zum Copter. Ich habe ihn jetzt mal aus der Packung rausgeholt und was natürlich sofort ins Auge springt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist hier dieses Grashüpfer-Design mit den Antennen als Fühler, mit einer
RGB-LED hier vorne als Augen und dem Design vorne vom Kopf und von den Flügeln ist mal wirklich was anderes. Wirkt auf den ersten Moment sehr verspielt, ist aber unter dieser Haube tatsächlich wirklich ein sehr, sehr guter Kopter von der Ausstattung her. Und zwar haben wir hier vorne die Motoren, das sind 2205 2300 kV Motoren, wirklich sehr, sehr schnell. Die gibt es aktuell relativ häufig zu kaufen, also auch wenn die jetzt hier umgelabelt worden sind als Ideafly, das sind diese, ich glaube Racer Star verkauft die auch unter eigenem Label. Also wirklich sehr, sehr nette Motoren, wirklich sehr, sehr leistungsfähig und passend dazu sind hier die Raptor 30 Ampere ESCs, BL Heli tauglich, aktuelle Z-Lab-Chips drauf, das heißt also ihr könnt dort auch, wenn ihr wollt, später Multishot Firmware drauf spielen von BL Heli, werden auch glaube ich als UBED verkauft. Lasst euch nicht täuschen von diesem Design, der Rahmen ist sehr, sehr leicht, werden wir gleich mal messen. Entsprechend hoch ist die Leistung, man merkt es auch an den Propellern, 50-45er, die haben richtig, richtig viel Schub. So, was haben wir noch verbaut? Wir haben hinten eine RGB-LED, eine Dreierreihe, entsprechend über CleanFlight, BetaFlight, in dem Fall BetaFlight auf dem Flight Controller vorinstalliert, steuerbar, änderbar. Und man sieht hier auch den Videosender. Es ist ein 40-Kanal-Videosender mit 200 Milliwatt und unter der Gummihülle ist hier auch ein kleiner Schalter versteckt, den kann man so ein bisschen erfüllen, entsprechend kann man dann die Kanäle umstellen und man sieht hier unten so eine hoffentlich RGB-Leiste, wo entsprechend der Kanal und das Band ablesbar ist. Werden alle Frequenzen unterstützt und wir haben dann hier den Flight Controller, ist ein SPF Racing F3 Klon wahrscheinlich, ist aber auch wurscht, die funktionieren tadellos mit PDB unten drunter für 5 Volt und 12 Volt Versorgung der Kamera und der LEDs und entsprechend alles natürlich schon vorverkabelt mit dem Empfänger hier, wo wir für den Sender das Ganze per PWM, also mit einzelnen Kanälen angeschlossen haben. So, wir sehen hier dann noch so kleine Abstandshalter, die sorgen einfach dafür, dass falls mal gecrasht wird, der Akku nicht die Stecker abreißt, entsprechend hier wirklich mitgedacht. Und hinten ist dann der XC60 Stecker rausgeführt, entsprechend, wenn man den Akku dann montiert, kann man den Stecker dann hier oben wunderbar reinstecken. Vorne sehen wir die Kamera, eine 700 TWL, also TV-Line-Kamera, die hier verbaut ist. Bin mal gespannt, wie das Bild sein wird. Ansonsten vom Winkel her wunderbar einstellbar auf jede erdenkliche Weise. Entsprechend steil und schnell kann man mit dem Kopter fliegen. Und ansonsten, was mir sehr gut gefällt, ist es wahnsinnig gut verarbeitet von der ganzen Kabelführung. Alles sehr, sehr sauber. Also da muss man sich schon selbst sehr viel Mühe geben, wenn man das so machen möchte. Also die Haube. Also jetzt kommen wir zu dem Punkt, der hier natürlich ins Auge springt mit dem Plastikteil. Also so eine Plastikhaube hat man bei den meisten Koptern noch nicht gesehen. Das ist etwas, was man ohne Probleme auch abschrauben kann. Das heißt, wenn einem das nicht gefällt, kann man die abschrauben, die Haube, und hat einen vom Design her wirklich sehr, sehr klassischen Kopter. Ist vielleicht auch ganz praktisch, da natürlich durch Wind die Haube doch relativ anfällig ist. Ich glaube, gesehen zu haben, dass die bei einigen auch hochgegangen ist. Wenn man sie nutzen möchte, am besten nochmal hier unten in die Innenseiten so ein bisschen Velcro-Tapes mit reinkleben, dann sollte das passen und die Haube auch ganz gut im Flug halten. So, die Antennen vorne drin.
Hier auch wichtig, nicht beide gleich in die gleiche Richtung stellen, sondern möglichst im 90-Grad-Winkel zueinander, dann ist der Empfang am besten. So, das also zu unserem ersten Unboxing. Noch ein wichtiger Hinweis, hinten die Antenne, die mit dabei ist, zeige ich euch, ist eine normale Stabantenne. Ganz wichtig, bevor ihr einen Akku anschließt, montiert die Antenne, sonst brennt euch der Videosender durch. Also wichtig, dran denken. Und im besten Fall habt ihr euch auch noch zusätzlich so eine kleine Mushroom-Antenne, nennt sich das Ganze, mitbestellt. Die ist deutlich besser vom Empfang, kleiner Bound und auch robuster, falls ihr mal abstürzen solltet. Für den Flug per FPV empfehle ich euch zum Beispiel hier so eine Videobrille. Die ist hier auch verlinkt in der Beschreibung. Ist wirklich sehr, sehr gut. Kann auch ebenfalls alle Kanäle, auch wenn man mal bei anderen mitgucken möchte beim Fliegen, kann ich euch nur empfehlen. So, und dann braucht ihr für die Fernbedienung, könnt ihr handelsübliche AA-Batterien benutzen oder auch, wenn ihr möchtet, Akkus entsprechend. Also hier seht ihr, es können 4 AUX-Kanäle übertragen werden. Entsprechend bekommt ihr hier auch Empfänger noch zusätzlich, wenn ihr die Fernbedienung weiter nutzen wollt. So. Das war's von meiner Seite zum ersten Teil des IDFly Grasshopper von Gearbest. Ich hoffe, der erste Eindruck gefällt euch und ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was dazu schreibt. Dann kann ich eure Fragen gerne dann auch beantworten in den nächsten beiden Teilen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Am besten abonniert ihr mich. Dann kriegt ihr immer mit, wenn es was Neues von mir gibt. Vielen Dank erstmal und bis bald.